Hey Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Wir haben hier heute die Nendoroid-Boyfriend-Figur. Ohne Witz, ich habe so viele Tage gewartet, bis das ankam. Es gab mehrere Shipping-Probleme, aber es ist endlich da und ihr wisst gar nicht, wie excited ich war, als ich das hier heute im Paket, als Paket bekommen habe. Ich war so am Zittern die ganze Zeit, ich war so gehypt, ich war so krass gehypt, dass ich irgendwann gar nichts mehr gefühlt habe. Also, keine Ahnung, was das für ein Boost war. Aber ja, hier haben wir sie. Die kam, ich glaube, als. Das war auf jeden Fall ein Pre-Order von vor mehreren Monaten. Ich lasse mal ein paar Bilder hier. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt noch bekommen kann. Auf jeden Fall war das ein Pre-Order damals. Und ich war kurz davor, es nicht zu pre-ordern. Hab ja gedacht, komm schon, es ist FNF, ich muss eigentlich pre-ordern. Hab's dann pre-ordert. Und ganz ehrlich, es sieht jetzt schon in der Box super aus. Ich bin richtig gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, hier sehen wir, es ist von Good Smile, wenn mein Handy fokussieren würde. Oh ja, schön hell machen. Genau, es ist von Good Smile, Friday Night Funkin'. Hier sieht man auch Funkin' Crew. Und ganz ehrlich, diese Box sieht einfach echt wunderschön aus. Ganz ehrlich, auch mit den Farben und alles. Weiß nicht, ob man den Text hier sehen kann. Hier ist alles in Englisch und Japanisch und keine Ahnung was. Und ja, das ist so die Box. Gar nicht ganz cool. Auf der Rückseite ist auch nur wieder das gleiche Bild. Oh. Wie traurig der aussieht. Hat's nicht geschafft. Week 2, zu schwer. Na gut, dann wollen wir es erstmal aufreißen. Leute, fragt eure Eltern, ob ihr das benutzen dürft, ja? Nicht einfach ohne Erlaubnis machen. Falls ihr Hilfe dafür braucht, fragt eure Eltern dabei. So, das Messer muss natürlich nicht zu sehen sein. Falls ihr es überhaupt sehen kann. Wow, was steht hier? Ich weiß, heute sehr schattiert, aber gewöhnt euch dran, meine komplette Setup hat so lange gedauert. Es ist nicht toll, aber es funktioniert. Also was soll's. Und oh mein Gott, hier ist er. Hui! Hä? Da ist noch was. Hä? Eine Anleitung? Eine Anleitung. Ich dachte ganz kurz, das wären Batterien oder so. Complete Image. Use the Paperboard. Ach, die meinen wahrscheinlich. Moment. Kann man das rausziehen? Man kann das rausziehen! Wow! Okay, die Box kann jetzt hier rumstehen. Yo! Einen Hintergrund gibt's dazu! Es sieht einfach aus wie ein In-Game-Screenshot, ich bin euch ganz ehrlich. Oder einfach jetzt aber die Assets gedownloadet und dann als Print gemacht. Ich finde es schade, dass hier überall noch so weiße Ränder sind. Ich glaube, das sieht man sogar in der Aufnahme. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten sieht das cool aus. Richtig cool. Das komme ich mal noch ganz hinten. Ist ja auch der Background. Okay, und hier haben wir die Figur. Und schaut euch ihn an. Warte, ich muss ihn da rausholen. Ich muss ihn befreien. Komm raus da. Keine Sorge, ich packe dich nicht in ein Glas. Das tue ich nicht. So einer will ich nicht. Okay. Weg damit. Oh mein Gott. Das ist übrigens nicht die erste Nendoroid, die ich habe. Das ist sogar die zweite. Meine zweite ever Nendoroid. Oh, warte, da ist noch was. Oh, hier ist noch was drin. Wie krieg ich das denn raus? Sorry für den Unfokus manchmal. Ich sehe das nicht immer sofort. Mit der uralten Handycam, Alter. Komm schon! Komm schon! Oh, der Kleber ist sehr stuck dran. Okay. Was haben wir hier? Das ist das Wichtigste. Ihr seht es jetzt zwar nicht, aber ich habe hier einige Anteile. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns aber erstmal die Figur an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, er ist gefangen. Er hat so einen Dog-Collar auf. Nein. Muss ihn. Oh. Yo. Yo, der ist full posable. Wie cool. Ich muss das hier abreißen. Oder geht das nicht? Kann ich ihn aufmachen? Ich reiß jetzt. Sorry, Leute. Er war ein böser Bube. Hier haben wir ihn. Boah, ich finde das mega cool. Wie posable er ist. Das ist, glaube ich, die erste Nendoroid-Figur, die so richtig posable ist. Ich glaube, die andere, die ich halt habe, ist ein Kirby. Und der funktioniert mit Magneten. Also ganz anders. Wow. Oh.
Stop! Okay, er hat seinen Arm wieder. Er ist wieder glücklich. Yeah! Schaut ihn euch an. Er sieht richtig cool aus. Ah, da hat hinten ein Loch, wahrscheinlich zum Hochhalten. Schöne Vegeta-Frisur hinten. Hat er auch nicht so gesehen, oder? Ich glaube nicht. Klar ist das ein bisschen offensichtlich, dass sowas hat, aber trotzdem. Und ich meine, ja, man sieht's hier. Oh nein, er ist bald! Nein! Okay, seltsam. Wir haben hier, was haben wir hier? Wir haben hier. Okay, wir haben hier zwei Gesichter. Einmal, wo er am Heulen ist, weil er verkackt hat. Und einmal, wo er richtig am Rappen ist und gewinnt. Wir haben außerdem noch so ein paar Hände. Und so ein paar Dinger. Und ich versuche mal, hier was aufzubauen. Hier ist alles, womit er kommt. Also, er hat hier einmal seine Haare. Das Gesicht. Hier noch so ein paar extra Accessoires. Auch fürs Bewegen, glaube ich. Für das Ding. Ich denke, da wird er dann draufgesetzt oder so. Hier, weil das Ding kann man ja auch so drehen. Ich glaube, das kommt da drauf. Wir haben hier noch ein paar Finger. So, Hi und Peace. Ein paar Arme. Eine Faust fürs Mikrofon halten. Hier ist der Mikrofon. Ich baue mir jetzt irgendwas Cooles zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, er ist ein Animatronic. Personality? Yeah! Leider bricht er mir sehr oft zusammen, vor allem bei seiner Hand. Warum? Ja, ich mache mal ein paar coole Bilder von ihm und blende sie dann einfach hier ein. Und ja, wenn euch die gefällt, ich weiß, ob ihr sie noch kaufen kann, müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Bestimmt vielleicht noch auf der Goodsmile-Seite. Da ist ja von Goodsmile die Figur. Falls ihr noch mehr Bilder von der Boyfriend Android sehen wollt, werdet wahrscheinlich noch ein paar auf Twitter oder auch auf Discord reinposten. Also guckt auch beiden mal vorbei unten in der Videobeschreibung. Ich hätte zwar jetzt gerne live im Unboxing-Video hier noch irgendwas gezeigt, aber so sieht halt mein fucking Setup gerade aus. Also ja, ist ein bisschen unangenehm und belassen wir es einfach bei ab und zu mal hier ein paar Bilder posten. Naja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und haut rein. Ich habe gehört, das FNAF-Update kommt schon bald. Seid gespannt.